Ja, dann begrüße ich Sie recht herzlich zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Gummersbach. Ich begrüße am Podium unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Robert Andersson und Martin Stranowski. Und wie immer möchte ich unserem Trainer das erste Wort geben, der uns vielleicht ein bisschen Einblick in die Trainingswoche gibt und wie er die Mannschaft auf Gummersbach vorbereitet. Ja, Trainingswoche war gut, finde ich. Wir haben, wie gesagt, einen guten Start hingelegt, finde ich. Aber es ist auch erst 5 Spieltage. Wir bleiben am Boden. Jetzt kommt ein Gegner, den kann man einschätzen, noch 1-2 Stufen höher als sogar im Moment Melsungen und Göppingen. So, das wird ein hartes Spiel. Das wird sehr viel von uns verlangt werden, um Gummersbach zu schlagen. Das wissen wir auch und daran arbeiten wir. Und jetzt werden wir gucken, was uns in uns steckt und wie unsere Entwicklung in erster Liga im Moment ist. So, das wird ein gutes Spiel für uns und wir freuen uns drauf natürlich. Das ist zu Hause, unsere Arena, unsere Fans. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen, aber wir müssen ein gutes Spiel machen, um hier zu gewinnen und 2 Punkte zu holen gegen Gummersbach. Danke, Robert. René, nach dem Sieg in Göppingen, wie hast du denn die Mannschaft beobachtet? Was ist dir aufgefallen? Ist sie noch selbstbewusster geworden dadurch? Oder was hast du beobachtet? Ja gut, Robert hat das eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Es nützt nichts, wenn wir jetzt nach natürlich dem tollen Auswärtssieg, aber es waren auch nur 2 Punkte, die wir in Göppingen geholt haben, jetzt völlig überdrehen und uns jetzt für unseren Tabellenplatz abfeiern. Wir müssen mindestens genauso hart weiterarbeiten, weil jetzt mit Gummersbach erwartet uns wirklich ein sehr schwerer Gegner. Die haben einen auch sehr, sehr guten Start hingelegt und kommen dementsprechend auch mit viel Selbstvertrauen hierhin, so dass wir wirklich auch wieder die volle Unterstützung der Halle benötigen, die sehr voll sein wird. Also wir werden da zwar die kleine Variante spielen, aber die wirklich bis zum letzten Platz wahrscheinlich füllen. Und da erwartet uns natürlich ein heißer Tanz mit Gummersbach. Aber die Truppe ist natürlich jetzt in der letzten Woche auch, hat das Selbstvertrauen natürlich auch, dieses Spiel zu gewinnen. Aber dafür brauchen wir natürlich jetzt auch den vollen Einsatz, die volle Konzentration auf dieses Spiel. Und dann, glaube ich, können wir uns auf ein schönes Handballfest am Wochenende freuen. Danke, René. Martin, du bist jetzt seit über 2 Jahren hier in Erlangen. Spielst seit der Saison wieder mehrfach außen. Wie hast du denn deine Situation bzw. die ganze Mannschaft, die Entwicklung gesehen? Naja, ich denke, ich fühle mich gut in Linksaußen, wie vielen Jahren vor. Ich bin nochmal in meine, wie können sagen, meine Position spielen. Aber ja, ist auch gut. Ich fühle mich gut. Und ja, ich denke, meine Leistung in Vorbereitung, ich hoffe, war auch gut. Und ich denke auch, dass wir haben nicht die beste Mannschaft, aber wir spielen viel besser wie vor 2 Jahren. Und aber denke, wir auch müssen Ruhe bleiben, weil wir haben nur 4 oder 5 Spiele gespielt. Und ja, die Bundesliga ist, wir haben noch viele Spiele vor. Dann, ich hoffe, ja, wir kriegen diese Wochenende 2 Punkte, aber es wird nicht einfach. Danke, Martin. Zeit für Ihre Fragen. Bitte nutzen Sie kurz das Handmikro und geben Sie mir ein Handzeichen. Hannes Ries, Handballwoche. Herr Andersson, die Schwächen von Gummersbach werden Sie uns noch nicht verraten. Wo liegen die Stärken Ihrer Meinung nach? Ja, die Stärken. Ich finde, die haben eine komplette Mannschaft mit natürlich sehr gute junge Nationalspieler wie Kühn, Ernst und so weiter. Sehr gute Spieler. Ihre Stärken, finde ich, sind vor allem im Abwehr. Da spielen die sehr hart, kompakt mit Ernst, mit Schröder, mit Kühn oder Kühn. Da werden wir sehr gut spielen müssen, unser Angriffsspiel. Wir brauchen sehr viel Geduld, um diese Abwehr zu knacken, Ball laufen lassen, auf den richtigen Moment warten. Das kommt, aber vielleicht nicht so früh wie gegen andere Gegner. Also da wird sehr viel von uns verlangt
verlangt in Angriff. Wir brauchen einfache Tore aus dem Rückraum, dass wir da ein paar einfacher machen und vor allem sehr viele einfache Tore über Gegenstöße. Dann haben wir eine Chance. Nur 6 gegen 6 in Gummersbach, dann wird es schwer. Weitere Fragen? Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Die Mannschaft hat sich im Angriff ja relativ flexibel gezeigt. Also Melsungen sehr viel über die Außen und Tempo-Gegenstöße. In Göppingen zum Beispiel ging fast nichts über die Außen. Wenig Gegenstöße, also im Vergleich zu den Spielen vorher. Ist das Zeichen der Flexibilität oder woran hat das zum Beispiel in Göppingen gelegen? Ja, beides. Also oft ist es so, wenn eine Sache gut klappt, dann ist der andere nicht so optimal. Wir versuchen ja immer alles hinzukriegen, auch gute Abwehr, Angriff und Gegenstöße. Aber manchmal kommt das auch, wie du sagst, vom Gegner ab und da muss gewisse Sachen besser sein. Und das finde ich, das haben wir sehr gut gemacht gegen die meisten Gegner und auch clever, stabil gespielt. Und da hoffe ich, dass wir das weiterhin machen, weil jetzt kommt, wie gesagt, ein Gegner noch ein, zwei Stufen höher und da muss solche Sachen noch mehr in Köpfe drin sein, konzentriert sein und das richtig so machen. Es ist ein Spiel, wo die Torhüterleistungen auch wieder entscheidend sein können mit Lichtlein und unseren Herren. Auch, wenn man sieht, alle Spiele jetzt, wo es dann entschieden wird und zum Schluss, dann ist es immer Torhüterleistung, der sehr wichtig ist. Und natürlich brauchen wir da auch zu Hause gute Abwehr, gute Torhüter, das ist selbstverständlich. Das ist immer ein Grund und da kann man viel Selbstvertrauen, viel gewinnen. Aber wir müssen auch andere Sachen gut gegen Gummersbach machen, um da eine Chance zu haben. Einmal bitte das Mikrofon zum Herrn Scharrer. Thomas Scharrer, Nürnberger Nachrichten. Herr Andersson, wie wichtig war denn so jetzt aus Ihrer Sicht der frühe Auswärtssieg in der Saison? In der ersten Bundesliga-Saison hat es ja relativ lange gedauert, bis mal zwei Auswärtspunkte kamen. Wie wichtig war jetzt das in dem frühen Zeitpunkt der Saison für Sie? Sehr wichtig. Also da gibt es in vielen Punkten Selbstvertrauen. Erstmal, wie du sagst, ein Auswärtsspiel, auch gegen einen namhaften Gegner. Und da arbeiten wir halt weiter, aber wir wissen, Saison ist ja jung, lange noch zu spielen, sehr viel zu tun, wir müssen sehr viel noch lernen, weiterentwickeln, das ist sehr, sehr wichtig, wir müssen weiterhin hart arbeiten, wir dürfen jetzt nicht an zu viele Leute hören, die, oh, Platz 6 auf der anderen Tabelle, läuft super, zwei Gegner, gerade Melsungen, Göppingen geschlagen und so weiter, die haben wir zu richtigen Zeitpunkt, zu richtigen Fuß gekriegt, diese zwei Mannschaften auch. Das heißt, wir müssen immer unsere Sache konzentriert, jeden Tag machen, dann haben wir eine Chance. Philipp Rosa. René, Frage in deine Richtung. Sieg wäre sehr schön, wären weitere zwei Punkte. Aber dann, Robert hat es ja gerade schon angedeutet, 6. Tabellenplatz. Wie groß siehst du dann die Gefahr, dass im Umfeld die Euphorie zu groß wird und man plötzlich Europagesänge oder dergleichen hört? Ja gut, also ich denke, das Umfeld, das wird man in keinerlei Hinsicht steuern können, ganz egal wie es steht. Sowohl oben wie unten wird es immer extreme Ausschläge geben, die uns Sachen einreden möchten, die einfach nicht der Realität entsprechen. Und genauso ist es aktuell. Wir werden mit Sicherheit nicht am Ende auf Platz 6 der Tabelle stehen. Also ich will mich dem jetzt nicht verschließen, aber wir müssen auch irgendwo realistisch bleiben. Also wir haben jetzt einfach einen sehr guten Start hingelegt und wir müssen da, wie ich es schon gesagt habe, genauso hart weiterarbeiten, weil die Aufgaben, die jetzt vor uns stehen, die sind nicht weniger schwer bzw. leicht, wie sie in der Vergangenheit waren. Also da kommen jetzt noch ganz, ganz harte Brocken auf uns zu. Und der erste davon wartet jetzt am Sonntag mit dem VfL Gummersbach bei uns in der Arena. Und deswegen, ich denke, wir tun sehr gut daran, wenn wir uns da von außen nicht reinreden lassen, uns nicht verrückt machen lassen, sondern wirklich, auch wenn es abgedroschen klingt, aber auf uns konzentrieren, weil
Nur so haben wir die Möglichkeit, auch die nächsten Spiele konzentriert anzugehen, als wenn wir jetzt tagtäglich auf die Tabelle gucken, ganz egal, wo wir da stehen mögen. Das bringt uns nicht weiter. Uns bringt es wirklich nur dann weiter, wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen. Und da haben wir gleich jetzt am Sonntag schon eine große Aufgabe vor uns. Und die müssen wir jetzt erstmal bewältigen. Und dann schauen wir weiter. Martin, dass du nicht ganz umsonst auch mit hergekommen bist. Wie bereitest du dich zum Beispiel jetzt auf so ein Spiel wie Gummersbach vor? Schaust du dir vorher Videos an, wie die auf ihrer rechten Abwehrseite auftreten, um dir ein Konzept zurechtzulegen, wie du spielen kannst? Schwierige Frage. Schwierige Frage, aber... ja, noch mal. Wie bereitest du dich auf das Spiel vor? Schaust du Videos? Ja, ich habe gesehen Spiel gegen Magdeburg und Gummersbach hat sehr gut Abwehr und ja, wir müssen arbeiten sehr gut in Angriff, weil denke letzte unser Spiel nicht funktioniert, unsere Unterzahl auch ist nicht so gut und ja, ich denke, wenn unsere Abwehr arbeitet gut und ja, in unserem Tor steht Mario Umstock wie letztes Spiel in Göppingen, wir können kriegen 2 Punkte. Gibt es weitere Fragen? Ich hätte auch noch eine an den Martin, wenn ich darf. Du warst ja in der Aufstiegssaison auch schon hier. Wie würdest du jetzt so die Unterschiede in der Stimmung beschreiben zwischen den 2 Jahren? Das erste Jahr war sicher immer alles mit Euphorie verbunden. Aber wie würdest du jetzt so die Stimmung in der Mannschaft einschätzen in dem zweiten Bundesliga-Jahr? Ja, erste Jahr für mich war etwas Neues und denke, für jedes Spiel war neue Spiel in der ersten Bundesliga. Und für uns ist jedes Spiel so wichtig und wir lernen in jedem Spiel. Und denke, jeder Spieler will gut spielen und nicht immer ist einfach, aber wie ich habe gesagt, wir spielen viel besser wie erste Jahr in der ersten Bundesliga und wir sind bessere Mannschaft jetzt. Gibt es weitere Fragen? Robert Thaler. Ja, wenn ich an das erste Jahr denke, da haben wir ja einen schweren Start gehabt erst, nur mit 1-7 oder 1-9 Punkte und dann aber zu Hause gegen Gummersbach gewonnen, gegen Hannover gewonnen, gegen Wetzlar gewonnen. Jetzt redet natürlich auch schon wieder nach den 2 erfolgreichen Heimspielen auch von der Heimstärke. Merkt man das A beim Kartenverkauf und B Trainer Robert, wie schätzt du die Heimstärke deiner Mannschaft ein? Ja, da du die erste Frage, glaube ich, an mich gestellt hast, beantworte ich sie kurz und einfach. Ja, man merkt es natürlich. Also der sportliche Erfolg bedingt natürlich auch die Zuschauerzahlen. Also wenn die Mannschaft die Spiele gewinnt, steigt die Euphorie, steigt natürlich auch die positive Presse über den HC Erlangen. Und das ist für den Kartenverkauf natürlich sehr förderlich. Also wie schon gesagt, wir werden jetzt am Sonntag eine kleine Variante mit Vorhängen, aber bis zum letzten Platz wahrscheinlich gefüllt haben. Und wir haben lange diskutiert, ob wir aufmachen oder nicht, aber ich bin halt immer ein großer Fan von einer engen, kompakten Stimmung. Und wir werden wahrscheinlich so um die 3.500 wieder in der Halle haben und hoffentlich wieder eine ähnlich gute Stimmung wie in den letzten beiden Heimspielen. Aber da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ja, und so unsere Heimstärke, finde ich, wir sind heimstark, das finde ich schon. Ich bin ja auch froh, dass die Frage kam vorher mit Auswärtsstärke und dass wir das auch in erster Liga zeigen konnten, finde ich
noch wichtiger, noch besser, dass man da auch punkten kann. Das haben wir letztes Jahr gezeigt in zweiter Liga. Wie wichtig das ist noch wichtiger in erste. Aber wir sind heimstark, wir können jeden Gegner schlagen zu Hause, davon bin ich überzeugt. Aber wir wissen auch, dass hier kommt Gegner, dann darfst du dich keine großen Fehler erlauben. Hat auch Martin gesagt, letztes Spiel war Unterzahl, Überzahl schlecht. Gegen solche Gegner wie Gummersbach oder Mittel, Oberhälfte, dann verlierst du solche Spiele. So, wir sind heimstark, wenn wir einen Lauf haben, können wir jedes schlagen. Aber jetzt kommt es auf kleine Sachen, kleine Details, die auch in solche Spiele 100% wichtig sind und funktionieren muss. Dann hat man auch gute Möglichkeiten gegen diese Mannschaften. Hannes Ries. Noch kurz zur personellen Situation. Droht jemand auszufallen? Was macht die Reha von Nico? Ja, es geht langsam voran. Er hat ab und zu mal ein bisschen Schmerzen. Manche Trainingen kann er nicht alles machen, aber dass er spielen kann, davon bin ich überzeugt. Da ist noch nicht beim 100%. Sieht man ihn auch ein bisschen an, aber der macht trotzdem sehr, sehr viel für unsere Mannschaft. Muss Pavel ablösen, muss hinten sehr viel arbeiten und das macht er sehr gut, aber sonst ist alle andere fit. Noch weitere Fragen? Dann danke ich fürs Kommen, bedanke auch mich beim Podium und wünsche allen schon mal ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann am Sonntag um 17.15 Uhr hier gegen den VfL Gummersbach. Danke.